Wenn man den Barings nachsagt, sie hätten dicke Köpfe, dann muss man ihnen aber auch nachsagen, dass sie trotzdem immer bezaubernde Frauen hatten. Es war zwar die Arbeit der Männer, die Wiesenburg geschaffen hat, aber es war das Wesen seiner Frauen, das Wiesenburg formte und erhielt. Die Schwiegertochter empfangen mit einer Liebeserklärung an die Schwiegermutter? Ich will, dass du meine Frau wirst. Das wirst du dir doch leisten können, nicht? Nein, Gerda, so leid es mir tut, das kann ich mir nicht leisten. Noch nicht. Vielleicht in 5 Jahren oder 10 Jahren. Aber Fried, ich habe dich doch nicht geheiratet, damit ich einen sorglosen Lebensabend mit dir führen kann. Jetzt will ich leben, jetzt, solange ich jung bin. Hast der Gerda Dummheiten gemacht? Mhm. Teuer? Sehr teuer? 42.000 Mark. Dumme Neugier von mir, warum frage ich eigentlich? Zahlen machen mich immer seekrank. Wenn ich das Rennen gewinne, dann bringe ich dir was Schönes mit aus Berlin. Ich wünsche dir Hals und Beinbruch. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Was kann ich denn dafür, dass er heute nur noch ein lebender Leichnam ist? Dass alles kommen muss? Du! Du bist ganz allein schuld. Wenn wir es nicht schaffen, ich hasse dich. Ich hasse dich. Mit 2 Kindern und ein bisschen Vernunft müssen doch 2 Eheleute, die sich geliebt haben, miteinander auskommen können. Mehr wird ja nicht verlangt. Aber heutzutage wollen die Leute auch noch glücklich werden im Leben. Eine ganz neue Mode.